Bei der zweiten Kollektion haben wir auch wieder von klassisch bis, bis sehr extravagant alles zu bieten. Wir haben für tags, wir haben für abends, wir haben auch wieder sehr viel Stretchmaterial, weil die einfach bequem sind. Wir haben wunderbare T-Shirts, wir haben Animal Prints, wir haben Flower Prints. Es ist ein so großartig vielseitiges Angebot. Kleidung, die man trägt, damit man nicht nackt ist. Es ist ein Lebensgefühl, es ist ein Lebensausdruck und das ist meine Hommage an die Frauen. Ich habe mit 6 Jahren gesagt, ich möchte alle Frauen schön machen, sexy machen und es ist auch die Message an die Frauen, sich niemals unterkriegen zu lassen, ja, denn das macht Harald Glöckler auch nicht. Jede Frau sollte sexy aussehen, jede Frau kann sexy aussehen und jede Frau kann sexy Mode tragen. Diese ganzen Vamps, diese ganzen Damen, die waren alle Kurven, Formen, eine Gina Little Brigida und das haben unsere Kundinnen auch und die wollen die zeigen. Die wollen eben auch zeigen, wie sexy sie sein können, wie toll sie aussehen können. Und das kriegen sie zum großen Teil auch erst wieder durch die Mode, in der sie dann bewundert werden, in der sie sexy wirken und das Gefühl haben, eben nicht irgendwie in der Zeltabteilung gelandet zu sein, sondern Mode zu bekommen, die ihren Körper perfekt in Szene setzt und zwar die perfekten Zonen hervorhebt und die kleinen Problemtönchen, die man übrigens auch in Größe 34 haben kann, kaschieren. Es ist immer die Frage nicht, was man trägt, sondern wie man es trägt. Ja? Und ich bin auch der Meinung, wenn eine Dame in Größe 60 denkt oder auch in Größe 62 denkt, sie möchte einen String tragen, dann soll sie den String tragen. Dann muss sie nicht die Erlaubnisring eines Modemachers einholen. Am Ende muss jeder selber entscheiden, in was er sich wohlfühlt, wie er sich wohlfühlt und sein Leben leben, denn sonst lebt das Leben nicht.